So, genau. Wir stehen jetzt hier, aber ich fand, wir haben uns letztes Mal irgendwie sehr wenig auf der Route umgesehen, weil ich da fertig werden wollte und mich, glaube ich, nicht mehr so ganz viel umgesehen habe. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne, mich noch mal kurz hier ein bisschen. Was haben wir hier? Eisstein. Erhöht sich die Genauigkeit und die Volltrefferquote. Ach, und was ich noch machen wollte, das Gerät hier Felinara geben. So, was hat denn der Seidenschal nochmal gemacht? Typ normal. Ach ja, stimmt, weil wir damals einfach noch nichts anderes hatten, ne? Was haben wir denn hier? Diebeskuss. Das kann Felinara aber schon. Mir ist nämlich aufgefallen, dass so feenmäßig wir echt nicht so viel drauf haben. Zauberschein. Feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der gegnerische Pokémon Schaden hinzufügt. Weiß zufällig jemand, ob Felinara das so oder so noch lernt? Ansonsten müsste ich gleich mal gerade irgendwie bei Visa-Fans oder so nachgucken, weil ansonsten, da Felinara ja unser Go-To Feen-Pokémon ist. Huch, was geht denn hier oben ab? Können wir hier kämpfen? Welche Pokémon haben wir vorne? Nicht, dass ich wüsste, okay. Aber bin mir nicht sicher. Na gut. Ich tausche einfach mal und dann kämpfen wir mit Griffex und Glurak. Das passt schon. Bam! Sing, tanz, das ganze Leben ist eine Party. Mein Pokémon und ich sind am glücklichsten, wenn wir tanzen. Okay. So, das Rhythmus-Duo Gavin und Ella fordert dich heraus. Ja, Gavin. Der Gavin hat voll den coolen Ball. Ey, guck mal, ein Riffex. Ich habe auch einen Riffex. Aber ich mache jetzt erst nicht sehr effektiv. Ah, stimmt. Gift-Heap auf das. Und dann machen wir einen Flammenwurf auf das andere Reflex. Das ist zwar dann nicht sehr effektiv, sondern nur effektiv. Aber Reflex gegen Reflex hört sich irgendwie noch ein bisschen sinnloser an, ne? So, gibt Erfahrungspunkte. Wir setzen Gift-Heap ein. Hat auch ganz gut funktioniert. Riffix ist echt ein cooles Pokémon. So. Wir besiegen das Rhythmus-Duo Gavin und Ella. Ella? Hieß sie Ella? Ich glaube schon. Ich sehe nur gerade meine Frames sterben und das macht mir Angst. So, ja, ich möchte am Bärenbaum schütteln, bitte. So, ich höre auf. Bären sind erstmal Bären und das ist gut. Ich hatte es bis jetzt meistens immer, dass einmal am Anfang vom Stream meine Frames kurz runtergepurzelt sind. Und was ist das da vorne? Oh Gott, ich kenne die Pokémon hier alle nicht. Und danach ging es dann eigentlich immer. Habe ich gegen dich schon gekämpft? Ach ja, stimmt, da war ja was. So, ich versuche mich hier jetzt nochmal umzusehen. Ich gucke, ob Felinara es lernt. Oh, super, danke dir. So, TM Steinhagel, das ist nett. So. Oh nein, nicht du. Ich hasse dich. Geh weg. Ups, voll reingerattert. So. Riffex, du schaffst das. Ja, Riffex schafft das. Ladungsstoß, bitte. Halte jetzt die ganze Zeit voll paranoid mein Internet im Auge, ob das jetzt so bleibt. So, hier haben wir gegen die schon gekämpft.
Hallo. Na, was sagst du zu meinem geheimen Strand? Es ist ein wundersames Paradies inmitten des kalten Ozeans. Klein, aber fein. Da du extra hergekommen bist, habe ich ein Geschenk für dich. EM Taucher. Nicht schlecht. Anwender taucht in Runde 1 ab und greift in Runde 2 aus der Tiefe an. Mit der Attacke Taucher können Pokémon ins Wasser abtauchen, wo sie vor gegnerischen Angriffen sicher sind. Fast wie hier an meinem kalten, abgelegenen Strand. Ich find's ja nett von dir, dass sie mir ihren geheimen Strand zeigt, aber findest du es nicht auch viel zu kalt hier? Wie kann sie so gelassen im Bikini dastehen? Ich glaube, mir frieren hier im Moment sämtliche Zehen ab. Genau, die Zehen frieren die ab. Nein, tut es nicht. Okay, dann können wir Felinara das ja gleich mal beibringen. Dankeschön fürs Nachgucken, Nils. Oh, da hinten ist wieder ein Kampfdude. Hallo. So, die Attacken, die man auf den Gegner loslässt, müssen auf seinen Schwachpunkt abzielen. Mehr steckt nicht dahinter. Ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr noch dahinter. Ew. Es hagelt. Ja, Mensch. Nehmen wir nochmal Ladungsstoß. Setzt Verhöhner ein. Okay. Griffex fällt auf Verhöhner rein. Was ist Verhöhner nochmal? Dass man nur die Attacke, die man eben eingesetzt hat, einsetzen kann? Keine Ahnung. Hätte ich so oder so gemacht. Gut, hat Erfahrungspunkte gegeben. Kramor macht noch ein Level up. Und, ja, was jetzt ein bisschen ärgerlich ist, dass unsere AP für Ladungsstoß leer sind. Ich finde einen Schwarzgurt, der Attacken vom Typ Kampf verstärkt. Das ist ja nett. Habe ich irgendwas, was AP wiederherstellt? Ein Äther. Das ist jetzt auch voll die Verschwendung. Habe ich einfach irgendein anderes Pokémon, was ich in der Zeit nach vorne tun kann? Auch nicht so wirklich, ne? Ich würde sagen, dann gucke ich einfach mal, dass ich möglichst in kein Pokémon reinradel. Und... Ich glaube, hier oben waren wir aber auch schon. Von ihm haben wir ja das Rad bekommen. Da rechts sind wir meiner Meinung nach auf jeden Fall schon einmal durchgeradelt. Ansonsten... Ist das so wie früher, wenn man nicht alle Pokémon-Trainer im Spiel besiegt hat, man irgendwo so eine Route nochmal langwatschelt und dann... Oh Gott, warum kommt er da unten denn jetzt angeschissen? Ups. Und dann ist auf einmal noch ein Trainer, gegen den man noch nicht gekämpft hat. Und man denkt sich, ach süß, Level 17. Während man da steht mit seinem Level 100 Pokémon. Und der Gegner steht da mit seinem Level 17 Safcon oder was auch immer. Mantips umgibt sich mit einem Wasserring, ja. Man sollte meinen, dass du im Meer vielleicht immer von so einem Wasserring umgeben wirst. Aber was weiß ich schon. So, wir setzen Toxin ein. Einfach, weil der Wasserring wahrscheinlich ansonsten ziemlich nervig ist. Wasserring war, ich wollte gerade sagen, Wasserring geht ja auch über ein paar Runden auf jeden Fall. Aber wir giften das einfach wieder weg. Dann setzen wir Giftschock ein, weil wir es können. Und besiegen das Mantips. Yay. Was mich jetzt mal interessieren würde. Nach Spikeford kann ich sogar schon hinfliegen, ne? Weil dann würde ich nämlich noch mal kurz zurück nach Chichester und mich umziehen. Weil für die Stadt wäre ich gerne passend gekleidet und wir können dann gerade auch noch mal unsere Pokémon heilen. Hallo. Ja, ich möchte bitte, dass du meine Pokémon heilst.
Mein Team sieht auch ziemlich badass aus, ne? So. Dann wollte ich gerade noch gucken. Wir haben ja hier immer diese Sachen, die man verkaufen kann. Warum bin ich dann auf Kaufen gegangen, wenn ich verkaufen wollte? Ja, weil ich dumm bin. Braucht ihr mir nicht sagen. So. Ach, hier die Beere noch nicht, genau. Steinhagel und Taucher. So, die Schatzdinger hier. Die können wir verkaufen. Glaube ich. Ich finde das aber voll krass, dass hier die Fossilien damit drin sind. Weil die braucht man ja noch im Spiel. Und dann sind die halt in der Schatztasche mit so Sachen, die man eigentlich immer einfach nur versucht, loszuwerden für viel Geld. So, Duftpilz. Er ist von großem Wert. Ja, dann... Ne? Dann werden wir die noch los. Hallo, Altier. Das Nugget kann weg. Das Riesen-Nugget kann weg. Die Perle kann weg. Werden voll reich gerade. Kannst du Felinara nach vorne machen? Felinara sehen wir so selten im Kampf. Felinara hätte ich spätestens jetzt gleich in Spikeford sowieso nach vorne gepackt, in der Hoffnung, dass die uns durch die nächste Arena carried. So, dann bringen wir ihr doch jetzt noch... was war das denn hier? Zauberschein bei. Nein, stopp, nicht verkaufen. Stimmt, ich war ja noch beim Verkäufer. Wir bringen Felinara jetzt Zauberschein bei. Schwupp, verkauft. Ups. So, einsetzen. Felinara. Ja. Welche Attacke soll durch Zauberschein ersetzt werden? Lichtschild, bitte. Sternschau möchte ich einfach für den Zweifelsfall behalten, dass wir mal so eine Nicht-Feen-Attacke brauchen. So, reicht. So, jetzt gehen wir hier raus. Und dann, wo war die Boutique? Die war oben irgendwo, glaube ich. Die Stadt hier ist so schön, das ist so harmonisch alles. So, dann gehen wir jetzt hier rein und ziehen uns mal um. Tankshirt in... Wenn der Tier... Oh nein, ich weiß, was ich mir kaufe. Moment. Ja, ich möchte mein altes Outfit beibehalten. Ich gehe aber nochmal shoppen, weil ich es kann. Jacke ausziehen. Das T-Shirt in schwarz oder kaufe ich es mir mit irgendeinem Aufdruck? Ränkeschmied. Erstauner. Ich kaufe mir das. Ja. Ja, das möchte ich mir auch bitte direkt anziehen. So, dann jetzt noch eine coole Jacke. Das sind alles die. Die kostet einfach fucking 88.000. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Weil ich hab's ja. Ja, die möchte ich mir auch bitte direkt anziehen. Gibt hier keine Hosen. Hier gab's nur die Kleider. So geil sehen die jetzt nicht aus. Keine Items vorhanden. So, ich hätte jetzt gerne, glaube ich, schon noch neue Sneaker. Logos. Will ich Sneaker mit Logos? Nee. Ich möchte eigentlich... Ach, da sind Pokebälle drauf. Okay. Pink, Violett. Nö, schon in Schwarz. Ja. Wir haben keine Socken. Wir brauchen mal andere Socken. Rucksack mit Rüschen. Nee, brauche ich nicht. Nee, die brauchten wir tatsächlich auch nicht. Handschuhe brauchen wir auch nicht. Ja, ich möchte meinen Einkauf beenden. So, dann gehen wir jetzt noch in die Umkleidekabine, ziehen uns ein bisschen andere Klamotten noch an. Wir haben die Jacke. Haben wir noch irgendwelche coolen Hosen, das sind alle Shorts, Skinny-Hose, schwarz. Ja.
Nee. Strümpfe. Okay, die sind weiß, grün, blau, rot, schwarz. Wie cool sind die denn? Die Strümpfe lasse ich an. Ist ja voll geil. Okay, was haben wir hier? Lange Socken weiß, lange Socken schwarz. Socken mit Tartanmuster. Nee, danke. Ich zieh die Feensocken an, einfach weil die richtig cool aussehen. So, die hatten wir. Da haben wir nur die Tasche. Brille mit dickem Rahmen brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Handschuhe. Brauche ich auch nicht. Ja, ich möchte dieses Outfit anziehen. Möchtest du deine Ligakarte aktualisieren? Ja, von mir aus auch das. So, dann will ich jetzt mal gucken, wie die. Ich will, kann gerade nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich will auch gar nicht Fahrrad fahren. Ich habe mich nur verdrückt. So. Ja, unsere Ligakarte sieht schon verdammt cool aus. So. Dann würde ich sagen, fliege ich doch mal eben runter nach Route 9. Ach, hier mittendrin stehe ich. Oh Gott. Pokémon. Ich tue Felina nach vorne. Pokémon bewegen. Ja. Und dann betritt Spike fort. Ach genau, hier war ja zu. Ach stimmt, Mary hatte uns irgendwie irgendwie reingerufen, ne? Nee, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das Mary, ich versuche hier abzubiegen, weil hier hat es noch geglitzert. Drei Kapseln Megablock. Nein, 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 nein. Och, Manu. Na gut, ein Gaunux erscheint. Oh, Pelina, ein nicht. Zauberschein, bitte. Das ist nicht sehr effektiv. Und du bist verliebt. Hast du jetzt davon? Nämlich. Wer mein Felinara anguckt, ist direkt verliebt. Inteleon erreicht Level 47. Sneebel erreicht Level 45. Welches Item war das nochmal, was wir Sneebel geben mussten? Hallo, The Number E. Damit es sich entwickelt. Das war doch irgendwie sowas. Irgendwie sowas Stumpfes, oder? Bärentasche, Trainingstasche. Saalschal. Weiß das gerade zufällig jemand? Ich finde die Qualität der Pokémon mega gut, vor allem von Felinara. Felinaras Beste. Ich glaube aber, wir haben das Item nicht, ne? War eine Klaue. Was für eine Klaue denn? Weiß das jemand? Schafklaue. Griffklaue. Muschelglocke. Blattstellen, bla 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 bla. Spitzerschnabel. Blinkklaue. Nee, haben wir nicht. Schade. Weiß jemand, wo die gibt? Na gut, Mary, dann, Spikeford ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du in die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalinnen sind, musst du zuerst mich in meinem Kampf besiegen. Okay. Gibt's in Claw City. Okay. Dann muss ich da mal schauen gehen. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bisher hervorgekämpft. Und wie ich dir ja schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als Rivalin. Aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Was genau hängt bei ihr denn davon ab? Pokémon-Trainer Mary fordert dich heraus. Ein Kleopatra. Oh, süß. Damit du es weißt, ich bin auch stärker geworden. Ich werde alle meine Gegner fertig machen. Gucken wir mal. Folterknecht. Mach nicht! Wird der Attacke Folterknecht unterworfen. Okay. So, das ist sehr effektiv. Es hat sich ausgekleopadert. Kleopatra passt total gut als Pokémon zu Mary, finde ich so. Psycho Plus. Was macht Psycho Plus?
hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderung des Ziels zu kopieren. Nein. Also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Strategien gibt, in denen sowas voll Overdrive. Ich kenne die ganzen Attacken nicht. Der Anwender haut in die Saiten seiner Gitarre oder seines Basses und erzeugt dröhnende, kraftvolle Vibrationen, die gegnerischen Pokémon schaden. Das würde ich ihm tatsächlich beibringen, einfach weil die Attackenbeschreibung total cool ist. Beziehungsweise 80. Kommt ja aufs Gleiche raus. Nur weil die Giftattacken würde ich so an sich ganz gerne beibehalten. Danke für den Spoiler, Nils. Das hätte ich auch garantiert nicht so gleich irgendwann rausgefunden. So, Toxikwack. Möchtest du das Pokémon wechseln? Es ist halt ein Gift-Pokémon. Wir hoffen einfach mal, hallo Benitier, dass wir das mit Felinara schaffen. Ach so, kann ich nicht hintereinander einsetzen. Dann nehme ich Diebeskuss und hole mir ein paar KP wieder. Jetzt bin ich gleich wieder verwirrt, ne? Ja, toll. Hallo, der Gunther. Fette Schmatzer. So, wurde Energie abgesaugt. Dann kann ich jetzt aber wieder Zauberschein einsetzen, ne? Du hast jetzt Urlaub. Bist du in den kommenden 4 bis 5 Tagen daheim? Ich glaube, ich bin in den kommenden 20 bis 21 Tagen daheim, aber... Oh nein, Felinara! Oh nein! Oh nein! Mein armes kleines Pupi. Okay, da müssen wir brutzeln. Dann ist es halt so. Haben wir dich? Nee, aber ich glaube, nächste Woche bin ich am Freitag nicht daheim. Aber ansonsten sollte ich... Lol, wo hast du Glurak her? Das hat mir jemand Nettes getauscht. Weil ich das nicht eingesehen habe, dass der blöde Deleon der Einzige ist, der hier die ganze Zeit mit einem Glurak rumrennen darf. Und ich soll das erst kriegen, wenn ich das Spiel schon quasi durch habe und nie wieder anfassen würde. Sehe ich gar nicht ein. So. Irokex. Was war Irokex? Unlicht und... Dass ich dir den Fidget Spinner noch nicht geschickt habe. Was für ein Fidget Spinner? Ist Irokex Boden oder Kampf? Ach, ist mir doch egal, wir brutzeln es weg, mein Gott. Von meiner Rivalin habe ich nichts anderes erwartet. Du weißt, wie ich dich besiege? Ich habe keine Ahnung. Kampf. Okay, Kampf. Ist mir egal. Wird weggeschmort. Den aus Mai? Können wir aufhören, uns immer zu verwirren, bitte? Hallo, Lord Carter. Nö, kein Kill. Passiert. Ich muss sagen, meistens heilen die doch ein Pokémon sowieso immer. Glurak. Dankeschön. Irokex setzt Grimasse ein. Mach mal. Singt stark. Ja gut. Setzt Knirscher ein. Mach mal. Hau dich bitte nicht selbst. Hau dich bitte nicht selbst. Hau dich bitte nicht. Hat sich ja nicht viel am Gesichtsausdruck geändert. Trotz Grimasse. Och Junge. Charizard ist nicht mehr verwirrt. Woohoo! Hast du jetzt davon? Weil mein Felinara kriegt jetzt natürlich keine EP mehr, ne? Was sollte das denn? Meine Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was sie drauf haben.
Ja. So langsam verstehe ich, warum mein Morpeko so an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sage ich dir, ich werde meine Freunde aus Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht, ich werde alle 8 Orden sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. So, nun wird es Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los, mir nach. Lass mich raten, meine Pokémon hast du jetzt nicht wieder geheilt, oder? Toll, Mary. Toll. Beleber. Ich habe nur noch einen Beleber. Supertrank. Hui. Hui. Passt schon. So, ab dafür. Ach, da ist ein Pokémon Center. Gut. Das ist ein Enton-Plakat. Spikeford. So, was haben wir hier? Hier ist das Tor. Kriege ich das auf? Nein. Kann ich hier raus? Nein. So, dann mach du mal bitte meine Pokémon wieder fit, wenn wir schon mal dabei sind. Aber dann können wir auch noch einkaufen, weil bester Geheimgang. Hm. Bitte beehre uns bald wieder. Hallo, Kels. So, ja, ich möchte etwas kaufen, bitte. Pokebälle haben wir noch. Superbälle auch. Hyperbälle könnte ich mir mal ein paar gönnen, weil wir haben ja jetzt doch reichlich an Geld. Trank haben wir noch. Supertränke, ja, bitte. So. Hypertränke. Einmal. So. So, Gegengift haben wir noch. Feuerheiler haben wir, Eisheiler haben wir, Aufwecker, Paraheiler, Hyperheiler, Beleber könnte ich nochmal welche kaufen. Der sagt immer, sein Sortiment erweitert sich und dann kommt da so ein, irgendeine Scheiße kommt dann da immer nur zu. Du bist hier, daran können wir wohl nichts ändern. Dann geh und fordere Ness heraus. Ich dachte mir schon, dass ein Trainer, der es bis nach Spikeford geschafft hat, eine bestimmte Aura ausstrahlen würde. Ja, so bin ich. Hey du, wag es ja nicht, Marys Morpeko zum Weinen zu bringen. Nee, mach ich nicht, das liebt mich. Ich bin neu hier. Darf ich fragen, wie weit du bist? Ich bin gerade nach Spikeford reingebaselt und fordere jetzt gleich hoffentlich Ness heraus, so wie das Spiel mir gerade gesagt hat. So. Huch. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganze Arena-Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde es rausfinden. Hier, die ist für dich. Ich habe zu viele davon. Viel Erfolg. Du erhältst die Ligakarte von Ness. Oh, die gucken wir uns doch gleich mal an. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Ole und willkommen in Spikeford. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Die geht nämlich gleich schon los. Aber vorher muss ich dich noch bitten, in deine Uniform zu schlüpfen. Wenn du zum Arena-Leiter willst, musst du schnurstracks in diese Richtung weitergehen. Okay. Ligakarte. Album. Er sieht ja cool aus. Dein Autogramm ist ja voll stylisch. Ness fühlt sich verantwortlich dafür, dass Spikeford über keine Energiequelle zu deiner Maximierung der Pokémon verfügt und so die Stadt aus Mangel an Besuchern dem Verfall preisgegeben wurde. In der Hitze des Gefechts neigt er mitunter dazu, seine Strategie zu früh auszuplaudern. Doch er ist stark genug, um dennoch den Sieg davonzutragen. Seine wahre Liebe gilt jedoch der Musik und sein Talent als Liedmacher ist allseits bekannt. Aus dem Grund wünscht er sich inständig, dass seine Schwester ihn als Arenaleiter ersetzt. Hallo, bist du auch so ein großer Team Yell-Fan? Team Yell ist ganz lustig, ja. Ness, bester Mann. Das kann gut sein. Ich speichere mal gerade nochmal. Hat man sich vor dem Typen umgezogen? Scheinbar. Aber so wie ich den kenne, könntest du dich wahrscheinlich hier umziehen. Und wenn hier Mary stehen würde, würde er die ganze Zeit trotzdem nur Marin angucken. Hallo, Theon. So, dann gehen wir doch mal hier lang. Hey, Arena-Changer, willst du hier durch? Zu dumm. Ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist eine klassische Pattsituation. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja, da gibt's nur eine Lösung. Lass uns kämpfen. Okay.
So, der Team Yell-Rüpel fordert dich heraus. Dann zeigen wir doch mal dem Team Yell-Rüpel, was wir so machen. So, wir nehmen Zauberschein, bitte. Setzt Nachthieb ein. Nee, okay. Nicht sehr effektiv. Ein Volltreffer. Aber wir gewinnen trotzdem. So, paar Erfahrungspunkte. Ach so, das war's schon. Ja, gut. Deine Pokémon haben meine Verteidigung ganz einfach links liegen lassen. Nein, Singular, mein Pokémon. Weil mehr brauchte ich nicht. Ich hatte mich extra zwischen diesen Wänden auf die Lauer gelegt, um dich aufzuhalten. Aber jetzt, wo ich verloren habe, ist das eh alles Jacke wie Hose. Ich muss dich wohl oder übel durchlassen. Na los, geh schon. Und was ist mit ihr? Kann sie nicht kämpfen? Ey, guck mal, da hängt Rose. Oh Gott, hier hängt überall Rose. Das ist voll creepy. Steht hier was? Nee, okay. Da stehen schon die nächsten. Hallo? Sag mal, kennst du die Attacke Lichtschild? Die lässt nichts durch, im Gegensatz zu mir. Naja, oder zumindest wenig. Santimos ist ein begnadeter Tänzer. Das hebt die Stimmung im Team. Da ist eine unsichtbare Wand. Du kommst nicht daran vorbei. Was? Ah. Was haben wir denn da? Ein Challenger und du willst einfach so hier durch. Dann musst du erstmal an Team Yell vorbei. Und das wird nicht leicht, denn Spikeford ist unser Revier. Wir haben also Heimvorteil. Okay. Sie ist nur Deko, also sozusagen der Fan vom Fan. Funkel, Funkel, Glitzermon, genau das. Oh no, it's a trap! So, ich würde nochmal Zauberschein nehmen, bitte. Eine Kehrschelle. Ich gebe dir gleich eine Kehrschelle. Ha! Und direkt wieder verliebt. Das hat sich gereimt. Hallo, ist jetzt gut? Hallo, Methbrötchen. So, aber ich hatte doch Heimvorteil. Das bringt nur leider was, wenn Bayern in der Allianz Arena gegen Dortmund spielt. mein Pokémon findet das total stark. Wie stark du bist. Sobald wir weg sind, geht die Neontafel da drüben an. Das heißt, dass du weiter kannst. Panty, Panty. So, der Rose sieht schon nicht mehr ganz so glücklich aus hier, ne? Ach, guck mal da oben. Ole, 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 ole. Wem wir gerade zugejubelt haben? Niemand. Wir waren einfach in Ole-Laune. Ole. Ich kann Team Yell verstehen. Mary ist ein Süßi. Ja, Mary ist schon ganz niedlich. Aber ist das nicht ein bisschen übertrieben? Na, haben wir dich erschreckt? Ehrlich gesagt bin ich sogar selbst ein bisschen erschrocken. Aber nicht von mir selbst, sondern weil die Landung so weh getan hat. Sei so gut und kämpf gegen mich, damit ich von diesen Schmerzen abgelenkt werde. Knöchelbruch. So, dann gucken wir mal, was Team Yell-Rüpe so zu bieten hat. Nehme mal Diebeskuss in der Hoffnung, dass ich mir vielleicht ein paar KP noch wiederhole. Guck mal, wie süß ich bin, Irokex. Sehr schön, wir sind wieder voll geheilt. So, achso, das war's schon. Oh Mann, ich hasse das, wenn die alle immer nur ein Pokémon haben. Ja, ich habe verloren, aber ich habe auch unter fürchterlichen Schmerzen gekämpft. Das könntest du ruhig ein bisschen würdigen. Ich würdige das sehr, sehr doll. Ich bin sehr stolz auf dich und auf deinen Einsatz. Naja, wenigstens tut mein Bein jetzt ein bisschen weniger weh. Also kann ich das Weite suchen. Ach, und der andere geht auch direkt wieder, oder was? Okay. Einen Top-Beleber. Das sind halt keine Superhelden. True.
So, wo geht's jetzt weiter? Du schon wieder. Wo soll ich jetzt lang? Hier? Nein. Hehe, deine Pokémon pfeifen inzwischen bestimmt aus dem letzten Loch. Ah, wir wollen berühmt werden. Darum üben wir Tag und Nacht unseren Backflip. Der war tatsächlich, also... Ich bin stolz auf euch. Hey, staun gefälligst. Wenn du durch das ganze Gestaune abgelenkt bist, kann ich derweil nämlich heimlich gewinnen. Nee, das jetzt nicht, aber für euren Backflip habt ihr meinen Respekt. Eine Superheldenlandung können auch Pseudoschurken. Es ist wirklich immer so, Wall of Text und dann nur so ein kurzer Kampf. Ja, Mann. Ein Sneebuna. Erzwinger von Sneebuna wirkt. Mach mal. Ich setze in der Zeit Zauberschein ein. Team Yell sind ja keine Schurken, nur Superfans. Ja, stimmt schon. Aber ich finde das gut, dass die Pokémon-Spiele halt so ein bisschen, ich sag mal, wenn sie das in Anführungszeichen böse Team schon so aussehen lassen, dass sie dann wenigstens von dieser Super-Schurken-Rolle weggegangen sind, weil schon alleine hier Team, ach, wie heißt das Gerät? Das, was wir in Sonne und Mond hatten. Die konnte doch auch keiner ernst nehmen. Upsi, ich hätte wohl eher an meinen Kampfstil feiern sollen, als an meinem Backflip. Team Skull, genau. Danke für den Tipp, Schwester. Du hast einen neuen Fan in mir gewonnen. Und Mary hat Pokémon, welche jeder Mensch gut verstehen kann. Und sie bemühen sich um andere Pokémon, damit sie schlafen können. Auch das. Sneebuna ist auch Typ 1. Deswegen will ich mein Sneeble noch zu einem Sneebuna machen, bevor ich in die Drachenarena gehe. Ich gebe Felinara mal 2 Tränke. Weil es kann. Dass denen nicht schwindelig wird. Sind halt sehr begabt. Stopp. Ich wollte einmal was gucken. Habe ich den aufgehoben? Lag hier nicht eben ein Pokéball? Lag der noch weiter hinten? Bin ich dumm? Ne, so weit hinten war der nicht. War ein Top-Beleber. Okay, scheinbar habe ich ihn aufgehoben. Ich bin also dumm. Aber das macht nichts. Beispiel Morpeko. Wir alle sind wütend, wenn wir hungrig sind und andersrum. Und vor allem sind wir immer hungrig. Go, go, du schaffst es. Ich denke mal. Jetzt dreht Team Yell so richtig auf. Du denkst wohl, als Arena-Challenger kannst du hier völlig ohne Konsequenzen Ärger stiften. Ich stifte keinen Ärger, ich bestreite eure Arena. Tja, da muss ich dich enttäuschen. Falsch gedacht. Hehe, du bist umzingelt. Wenn wir mit dir fertig sind, kannst du nach Hause fahren. Ich finde Team Yell einfach so lustig. Puh, fast hätte ich meinen Einsatz verpasst, aber um mich zu schminken, war keine Zeit mehr. Oh Gott, ist das gruselig. Ja, du siehst richtig. Wir von Team Yell sind in Wirklichkeit die Arena-Trainer von Spikeford. So, du bist nicht dumm, du hast nur Pech beim Denken. Danke, Benitier, endlich fühle ich mich mal verstanden. Na, dann kann ich mir ja doch, wenn ich wieder Geld habe, eine Switch und Pokémon holen, aber dann wird's wohl eine Monotyp-Eis-Challenge, da die meisten Pokémon, die ich nice finde, Typ Eis enthalten. Das macht nichts. Eis-Pokémon sind schon cool. Oh Gott, Pion Draghi und Cleopatra. Ach, geht sogar auf beide direkt, das ist ja nett. Flammenwurf von mir aus auf das Gerät. Weil das sieht mir so aus, als könnte es auch Giftattacken, das heißt, das nervt im Zweifelsfall am meisten. Okay, tschüss. Ich finde das nur komisch, dass niemand von den offiziellen Team Yell überwacht, dass die einfach die Arena blockieren. Vielleicht ist das ja genau so die Arena-Challenge. Beim Raritätenstand in Passbeck gibt es auch diese Kralle. Dann muss ich da auch mal vorbeischauen. Sieht ein bisschen aus wie Till Lindemann. Das habe ich eben auch gedacht. Schlitzer. Hallo, lässt du mein Felinara bitte heile? Haben wir ganz ordentlich gemacht. Gibt schön Erfahrungspunkte. Riffex macht noch ein Level up. Und wir haben die Team Yell, Rüpel und Till Lindemann besiegt. Also ich hätte es viel besser gefunden, wenn du gegen uns verloren hättest.
Habe ich nur als Mitglied von Team Yell versagt oder als Arena-Trainer? Absol ist wirklich ein cooles Pokémon. Pach, mir doch egal, dass du gewonnen hast. Als nächstes kriegst du es mit dem Arena-Leiter zu tun und der hat mächtig was auf dem Kasten. Ich mache mir keine Illusionen. Jeder weiß doch schon längst, wer wirklich hinter Team Yell steckt. Dass du mich ohne meine Teamschminke erwischt hast, kratzt dir keinen. So, und jetzt mache ich erstmal die Biege. Nur zur Sicherheit. Süß. So, kurz nochmal heilen. Nimm mal einen Supertrank. Wir haben's ja. Ne. So. Auf, hier auf.